Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir endlich die Höhle verlassen und sind wieder draußen angekommen, wo wir ein Tor gefunden haben, wo wir noch nicht durchkommen, weil es voll mit so eine Barriere und so geschützt ist. Deswegen haben wir ja den Hintereingang genommen und wurden von ein paar Echsenviecher hier angegriffen. Und ja, wir gehen jetzt mal hier rein. Und da sind noch mehr Echsenviecher, wow. まさかアイゼン、お前がゴーマ病の原因じゃないだろうな。いや。偶然蔓延したところに俺たちが来たんだ。死神の道連れとはこういうことだ。悪く思うな。むしろ好都合ね。敵は組織的な対応ができなくなって。こっちは少数だ。確かに乱戦の方が有利に立ち回れるな。 Eisen、開門を開くにはどうすればいいの？開閉装置は開門の上部にあるはずだ。それを起動して。彼はもう一度、Schiff、da irgendwo durch。了解。開門の上ね。あ、はやばす。フォーティガー、Festung am Meeresthor。Neue Gegner's。命がいらないようだな。 Sieht man natürlich nicht, okay. Menacing. Doof. Doof. Ich hoffe, es gibt auch irgendwann Titel, durch sich zum Beispiel einige Seelenbrecher irgendwie verstärken. Zum Beispiel diese Schutz-Seelenbrecher von Nummer 2 sich hier halt nicht ein paar Sekunden verlängert oder so. Das wäre doch nicht schlecht, ne? Ja, wo seid ihr? Das war ich, oder? Gott verdammt, Velvet. Nur mal die letzten Schläge ja abziehen, ey. So, Blitzschritt. Das ist eine. Will ich sofort zu einem Gegner hin, okay. Weiß ich nicht. Was so. Wohl wäre wahrscheinlich irgendwie doof. Dann setzt er Blitzschritt ein, geht auf den Gegner los und hallo. Und dann setzt der Windlanze ein. Das ist auch ein bisschen doof. Macht ihr denn davon Laser? So, jetzt sind Arzt, genau. Wie war die Höhle, in der wir letztens waren, viel stärker so von den Gegnern her. Hör mich an, los, ah, das ist der eine neue Tritt, ne? Beim dran. Nee, doppelt lift ist das genau. Eisen, da ist jemand betäubt. Geh auf den los, verdammt. Boah. Da ist aber mein Level Up mit ihm. Regenbogendunst und Lahmleger und Schattendolche, okay. Vielleicht liegt es auch jetzt daran, weil wir ein paar bessere Sachen hier ausrüsten, ne? Stimmt, ich habe ja meine Sachen ein bisschen verbessert. Das gibt Artangriff ein bisschen mehr. Boah, der wenig Artangriff. So, gut. Lahmleger, Betäubung, ja. Verborgene Arzt. Boah, bei ihm muss ich aber noch ganz viel einsetzen. Beute Objekte, gemeisterte Ausrüstung, Ausrüstungsteile, angelegte Aufwertungen. Boink. Komm mal her. Boah. Okay, wir haben Dings abgebrochen. So, Powertreffer. Lass uns mal betäubt. Schnapp den wir. Jetzt sogar. Ich tue einmal nur zu ihm hinzwitschen. Er zwei drücken und dann haut er die weg. Nicht sehr gut. Ja.
Es gibt auch irgendwie keinen Grund, nicht die Seelenbrecher einzusetzen. Weil es jetzt nicht so, als würden die irgendwie so MP oder irgendwie so was hier kosten. Es gibt echt keinen Grund, die nicht einzusetzen bei jedem Kampf. Vor allem, je öfter man die einsetzt, desto schneller bekommt man einen Titel. Also ja, es ist echt überhaupt kein Grund hier, die Dinger nicht einzusetzen pro Kampf. Deswegen werde ich es auch weitermachen. Und nicht so auf Dauer irgendwie nicht am Ende wieder alles hier zusammenfahren muss. Mit ganz Vorherrschaft. Okay. Wir sind aber auch nicht gerade so die Heldentruppe, ne? Ich meine, so in den ersten 10 Parts haben wir, weil ich sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen, haben eine Stadt angezündet und uns Piraten angeschlossen. Also wir sind auch nicht die Definition, was es hier, was man unter einer Heldentruppe versteht. Meine Güte, jetzt wo ich das alles aufgezählt habe, merke ich erst, für eine kranke Truppe wir sind. Hey, wie heißt die Welt hier nochmal, in der wir spielen? Mich dann wie in Elder Scrolls, man, die Helden von Tamriel. Wir sind die Helden von Spira und weiß ich, oder von Astaroth. Ist das nicht von World of Warcraft? So, hi. What? Was soll das? Warum ist er so panisch von zugerannt? この扉から開門に出られるはずだが、鍵がかかっているようだな。 侵入者ども、わしの要塞をよくも。扉の鍵はどこ？わしは誇りや。ちょっと一貫ですね、上がって。ごまなぞに屈するものか。なんでそんなガッて行かんと。俺がこの世で一番ムカつくのは生き方を他人に曲げられることだ。 自分の家事は自分の意思で取る。そうでなければ本当の意味で生きているとは言えないからだ。自分の家事。いかにもこの要塞を死守するのがわしの生き様だ。だがそれにはどんな結果も受け入れる覚悟がいる。 Unsere Helden. もう一つ戦艦のある船着き場はどこだ。 正面の階段を進んだ先でさ。わかった。Unsere Helden。単なる適材適所だ。鍵も必要だが、戦艦も潰すぞ。 バンエルティア号が迎撃される前にな。だな。管理室か船着き場か、どっちに舵を取る？
Können wir sonst aussuchen? Ja, Nummer 2 ist irgendwie der einzige normale bisher. Der Yaksha und der Schnitter. お前の切れっぷりほどじゃない。お仲間には剣で戦うやつも多そうだったが、あんたは剣は使わないのか？あいにくだがな。死神の呪いってやつは俺に関わるものなら何でも体一つで戦うのが一番マシだ。あんたほど肝の据わったやつとなら面白い勝負ができたんだな。剣士じゃなくて残念だぜ。剣抜きでも面白い勝負はできるぞ。お前の剣と俺の呪い試してみるか。その時が来たらな。切られても恨みっこなしだぜ。それは俺のセリフだ。 オッケー、エクソシストの地区に来ちゃめ。さて、ここからが本番だが、攻略の算段は立ってるのか、区長。この要塞に詰めているのはほぼ王国兵だ。大麻師は数えるほどしかいないと見ている。海に鉄門まで作ったってのに随分手ぬるいな。外界で暴れる族を取り締まるのに大麻師を厚くする必要なんてないってことでしょ。そうだ、人間相手なら 王国兵でも役に立つ。指揮官として大麻師を置けば十分ってわけか。国王の顔こそ立ててはいるが、もはやこの国の実権はアルトリウスが握っているようなものだ。各地の警備防衛は清涼主導で行われ、王国兵たちは大麻師の指揮下に置かれている。狙うは大麻師だな。少しは骨のあるやつがいると楽しめるんだがな。おるのか？ 俺はKill-専門だ。Ich will nach Hause. Diese Männer sind gruselig. Die Frau auch. So, warte mal. Karte. 4K. Da komme ich zu Fragezeichen. Da ist irgendwas und da ist unser Sternchen. Was haben wir hier? Da können wir nicht rein. Okay. Okay, da oben ist ein Stern, also gehen wir erst mal auch lang. Wo ist denn der? Wo ist denn das? Ach, was? Das war aber nicht der Raum, von dem wir gekommen sind, oder? Pfeffer. Ein paar Pfefferkörner aufheben. Wenn mich neu umschauen, okay. Ein paar Seelen einsammeln. Oh, ist das schnell. Ich wollte eigentlich nicht gegen den kämpfen, aber der ist so schnell, der verdammt. Erstmal jemanden betäuben, dann aufweisen. Ja, mit zweimal, wenn man L antippt, L1 antippt, dann bricht man ab. Warum kann ich verdammt noch nicht mein Zauber abbrechen? Geh weg! Eisen, hier ist noch jemand. Aber ich glaube, der macht halt auch alleine, ne? Also man kann ich nicht einstellen, der hat einsetzt, wenn Gegner betäubt sind. Oder habe ich, ich glaube, da habe ich schon mal irgendwie angeguckt, ne? Oder Gegner betäubt sind, ja. Warte mal. Fällt mir ein. Bei Verteidigung, wir sehen, welche Heilung. Oder Gegner betäubt sind, selbst entscheiden. Ja, er macht es echt alleine, sehr gut. Warte mal, ich habe noch eine neue Art, sollte ich vielleicht mal einsetzen. Du hast schon deinen Schnitterfluch. Ernsthaft, dieser Schnitterfluch ist doch eigentlich nur eine geile Umschreibung, als zu sagen, dass er ein Pechvogel ist. Irgendwie so habe ich das Gefühl. Da ist ja nur Schnitter, weil Pechvogel einfach lahm klingt. Mein Gott, warum bist du so schnell? Zaubert jemand jetzt nicht mehr. Oh, ich zweimal L1. Weg.
vielleicht mein Papier auf euch. Werft die nach 4 auf euch. Macht er jetzt. Ich habe einen gemütlichen Kampf hier hinten. Eisen, da ist jemand betäubt. Du hast nicht dein Dings eingesetzt. Da war jemand betäubt, jetzt auch jemand betäubt. So, muss er doch alleine machen. Noch jemand betäubt. So, mach einfach. Einfach damit du was bekommst. Oh, Eisen hat meinen letzten Schlag bekommen. Guck mal, wie weit Velvet mit ihren Erfahrungspunkten schon ist. Kann einfach nicht wahr sein. Von da kamen wir. Wo war jetzt nochmal? Da müssen wir hin. Also gehen wir hier. Controller. Warum kann ich hier hoch? Ach, deswegen. Was ist du denn für ein Ding? Was? So für ein Blockkopf. Muss sogar da lang. So ein Mini-Boss. Ja, ne? Mauermann. Welche gegen Wind? Warte mal, da fällt mir gerade ein. Heller Schatten, Regenbogen, ach, das ist ein Ding. Einsätze 2. Weil ich nie mit 4 Glied angreife, ne? Ja. Okay. Geh weg. Wenn ich die zu mir hinkommen, ne? Bin ich auch schon tot. Geht weg. Hat sein Zauber überhaupt alle Gegner? Nee, ne? Ja, lass mal lieber. So, betäubt. So. Ah. Schön zu Eisen wechseln, R2. Ich habe übrigens herausgefunden, man braucht eigentlich nur R2 die ganze Zeit gedrückt halten und kein mehr. Und er setzt seinen Dingen ein. Also ich kann mit ihm angreifen, wie blöde, und R2 gedrückt halten, und sobald ein Gegner betäubt ist, setzt er dann seinen Dings ein. Muss also nicht zeitgleich irgendwie einsetzen. Ob es nur R2 ist, in irgendeiner Weise gedrückt. Wow. Wir sind von, nee, nicht von da gekommen, ne? Noch mehr solche Mauermänner. Okay. Bin ich eine Sekunde lang geglitscht irgendwie in der Wand. Dann kann man so Katzdrohnen hier auftauchen. Ich habe schon wieder mehr als genug Seelen. Keine Lust extra für die noch mal zurückzulaufen. Schneller ich ein Gebiet für immer abgeschlossen habe, desto besser. Wahrscheinlich werden in einigen Gebieten irgendwas so, weil nicht hinzugefügt nach einer Zeit schon wieder Trank des Lebens. So wie Mini-Boss oder irgendwie sowas, ne? Oh, so. Hi, kann ich gegen euch beide auf einmal kämpfen? Ich glaube ja, obwohl aus irgendeinem Grund, weil nicht Fledermäuse mit von der Partie sind, anstatt 6 von diesen Mauermännern. Lass ich mal irgendjemand an. Also er hat es aktiviert. Den Titel. Er ist immer betäubt. Noch jemand betäubt. Hab ihn hier. Ah, Gott, das war krass. Oh Gott. Ja, das ist ein Flächenangriff, stimmt. Die Fähigkeit von ihnen so gut. Oh Gott, Velvet. Machst du schon wieder? Halt dich mal. Warte. Oder Eisen kann er auch nicht, ne? First Aid. Heißt sogar Erste Hilfe. Dieses Terrier gab es da nicht.
das Elfe, glaube ich, ne? Da gab irgendwie jeder Seraphim konnte irgendwie heilen und deswegen weiß ich nicht, gab es nicht so wirklich eine erste Hilfe, oder? Schattenschreiter, Feuerring. Oh, ich habe ja mal Edna hier zum Heilen genommen, weil die so Flächenheilung hatte, glaube ich. So, sie kann aber noch einen Ring tragen, oder? Erde oder Wasserring? Was ist denn geläufiger? Wasser oder Erde? Nehmen wir mal Erde. Irgendjemand hat einen Titel gelernt. Ich habe jetzt nur vergessen, wer. Ich glaube du, ne? Oder du? Keine Ahnung. Ihr habt es gesehen, ihr könnt zurückspulen. Ich habe gegen zwei Gegner auf einmal gekämpft. Hey. Ich hätte mal, dass sie so schnell sind. Pass mir nicht an. Ich bin der Heiler hier. Nehmt an. Oder Angreifer, kann auch sein. Hier. Oh. Weil ich einen Heiler spiele. Aber relativ selten irgendwie Frecken oder Schaden bekommen allgemein. Also man betäubt, habe ich die Eisen. Wow. War sehr gut Eisen. Noch einer. Hat schon wieder, wer wird den letzten Schlag abgegriffen, ey. Zu weit weg. Alarmleger, gut. Boink, boink, lass mich raten. Ganz viele Gegner betäubt. Lahmleger. Wie ist mit dir aus hier? Verborgene Art. Boah, warum macht er nur so viele? Seelenbrecher, meine Güte. Aber dafür habe ich ihn bald voll oft kontrolliert. So, aber, ne? Da liegt ein Zeug, wie extra so eine Vase oder so ein Gefäß steht, ne? Um das hier auf reinzupflanzen. Ja, ich will nicht ausweichen, also. Rüstert. Also mal betäubt, schon mit dir. Weiß mal wieder, läuft man. So betäubt, schon mit dir. Ja, Velvet und schnappt den letzten Treffer, ne? Was, verdammt, hör auf damit. Und auch ein bisschen Erfahrungspunkt hier abstauben. Ja, du holst mich doch nicht ein, oder? Na, wo sind wir jetzt? Was? Wir sind ja falsch gelaufen, boah. Ich dachte, wenn wir da oben lang gegangen wären, dann wären wir da hingelandet. Oh Gott, geht weg. Boah. Da führt wahrscheinlich beides zum Stern, aber was soll es? So, schon mal ein bisschen Zeit verschwenden hier. Macht euch doch nichts aus, oder? Ich weiß es ja nicht. Mir sagt ja niemand was. Also, jetzt wenn ich da nichts ausmacht, ich finde es nicht heraus, weil ich kein Feedback bekomme, Mann. Das kannst nur du ändern. Ja, genau du mit den Haaren. So, wo komme ich denn hin, wenn ich jetzt hier hingehe? So einer Truhe. 680 galt. Wo komme ich hier hin? Zu einer goldenen Truhe. War doch immer die normal. Hallo. Guck mal, auf die Kampfüberleitung achten. Das ist Terrier, weiß ich, haben sie ja direkt. Ja, ist ja nicht wirklich ein Ladebildschirm. Die haben ja direkt reingewechselt zu den Kampf, ne? Das wäre ja auf der Weltkarte.
Hier haben sie ja eigentlich genau das gleiche Kampfsystem, ne? So von dem, wo wir kämpfen und so, ne? Aber kommt ja immer noch so eine kleine Überleitung, glaube ich. So ein okay. Unten war ein lautes Geräusch zu. Ich glaube von oben auch. Okay. Warte mal, ja. Gewöhnliches Papier. Haben wir die schon? Ja, ne? Boah. Aufgebessert, meine Güte. Fleischblock. Ach du warst halt. Ich wollte schon sagen, mein Controller hat gerade vibriert. Das heißt, normalerweise ein Gegner ist in der Nähe. So, und jetzt. Warte mal, bis er. Da. Da war wahrscheinlich den Stein unten im gesehen, ne? Aha. Nee. War nicht hier, wo der Stein war? Ja, da, ne? Hab ich jetzt da gemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Mit dem Stein. Ist auch egal, wird wahrscheinlich nicht wichtig sein für den Plot. Eine Menge Seelen. Ich baue mal ein paar Katztruhen. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel die so genannt hat, aber ich nenne sie so. Ach, geht weg. Ich bin jetzt 26 Minuten, da schon lange nur. Oh nein, ja. Der tut mich wieder einholen, ne? Nein, okay. 戦艦を潰すってどうやるんだ？戦艦は強力な大砲を積んでいる。その火薬を利用するんだ。 Ah, du siehst mich nicht aufgezeichnet, hab ich echt nicht gesehen. Warte, was habe ich da eingesammelt? Irgendwas, was ich nur einmal hatte. Eine Sake, okay. Oh, Boss. Ito Taimasu. Funatsukiba wa sono saki da na. Toushite morau zo. Kisama tachi wa shinryusha da. Iya, dou demo ii ka. Gouma ni kakawaru mono wa sübete kiri usseru. Waga angetsu ryu no ken de na. Douke, Aizen. Omae koso sagare. Koitsu wa ore ga yaru. Iya. Kore wa ore no emono da. Nur mir? Ja, wenn du was sagst. Ich bin mehr Badass als du. Warte mal, er hat auch eine andere neue Art, ne? Nö. Hurricane Stoß. Ah, nehmen wir das hier. Au, oh Gott. Oh, ich hab mich einfach erfreut. Und es hat geklappt. Oh, das ist cool, ja. Das ist irgendwie Badass zu sein. Lehre. Oh, ja, das ist oh, Velvet. Ganze Zeit. Ja. Velvet hat auch echt keine Ahnung, wie sie ihren Dings einsetzen soll, ne? Ja. Ha.
そいつはまだ。ああ、力を残してる。What？ 行くぞ。What？ 誰から乱月流を習った？清涼特等大魔師、しぐれ様だ。嘘をつけ。あいつが弟子なんか取るか。暇つぶしに2、3個技を教えただけだろ。で、同じ技で叩き潰された。Okay. Zwillingsklingen ignitiert. Geht auf normale Schwierigkeit oder höher, die Fähigkeit der Auszahlung bis zu 2 zufälligen Fertigkeiten hinzuzufügen. Ah, cool. Aizen, 火薬は？仕掛けた。こいつをバンエルティア号への呪し代わりにする。Wir müssen aber noch da hinten irgendwo hin. この程度じゃ修行にならんな。だが、やつの居場所は分かった。おお、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。あんたがやったの？ん？まずかったか？ね、あれは selber gemacht。Dass ich gedacht, ich steck mir mal mein Schwert in den Körper. 死神の連れにはちょうどいい。Was du das? Nee. Gewalt in der Stimmung sich umzubucken. Rangetsu-Stil. Senaka no Odachi. Omae wa Rangetsu no Chi o hiku mono ka. Na, so da ga. Sore ga dou shita? Kushi Yamata という名を聞いたことはないか。Rangetsu ni yukari no aru kaji shokunin rashii. Na, touen ni ataru hōchō shokunin no ichizoku da ga. Anta, ryōri suki na no ka?いや、一品だと聞いたんでな。贈り物に良さそうだと思っただけだ。やめておけ。クシヤマタは呪いの包丁だ。うん、包丁自体は立派なものだったそうだが、握ったやつは皆、誰かで構わず人を切りたくなっちまうんだとさ。噂じゃ、鉄を打つときに好きな女の血を使っただとか、火にくべたとか言われてるが、真相は闇の中だ。職人どもが切り合って一族は滅んじまって包丁は皆炉で溶かされて鉄くずになったらしい。それで串山田に関する話をほとんど聞いたことがなかったんだな。蘭月家の宿命、いや血なんだろうな。噂以上の一族のようだな。まあ噂以下よりはマシだけどな。Okay, wir können da nicht raus. Okay, gehen wir noch mal schnell zum Speicherpunkt, wenn wir dürfen. Und ja, oh Gott, ups, haben die Leben schnell genug? Du auch nicht. Die Seele riskiere ich jetzt nicht zu holen, weil da so ein Echsenmann steht. Die sind nicht schnell genug.Aus irgendeinem Grund jetzt was? Verdum. So. Sind wir noch nicht mal hier im Felsen runtergeschmissen ab. Aber. Warte mal, war ich hier schon? Ja, ne? Nö. Riesen sind schon wieder wie gespawnt. Scheint ja sehr schnell zu passieren in dem Spiel. Gut, rauf da und da müsste der Speicherpunkt irgendwo sein. Nein, aber hier irgendwo, ne? Warte mal, da ist der streng gewesen, ne? Ja, und darunter ist Dingens, but okay. Hier wird der Speicherpunkt sein, ne? Gehen wir hier kurz speichern und beenden den Part. Dann war wieder genug erledigt hier, ne? Ja. Vielleicht ist der Stein ja hier irgendwo gelandet.
so aus. Bauen gehen. Werde mal nachgucken gleich. Jedenfalls werde ich aber erstmal hier im Part wieder aufs Screen mal nachgucken, ob da vielleicht der Stein ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.